Mit This War of Mine veröffentlichte 11-Bit Studios vor einigen Jahren ein außergewöhnliches Survival-Abenteuer. Das neue Werk des Teams heißt The Alters und könnte sogar ihren Indie-Hit von 2014 in den Schatten stellen. Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch zur neuesten Gamers Global Preview. Diesmal habe ich mit The Alters das neue Spiel der Macher von This War of Mine ausführlich angespielt, weshalb mich die Science-Fiction-Mischung aus Survival-Abenteuer, Basisbaumanager und Story-Adventure schon jetzt gepackt hat und ich einen potenziellen Hit auf uns zurollen sehe, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. So much for Plan B. Die Ausgangslage in The Alters ist schnell erklärt. In der Rolle des Weltraumarbeiters Jan Dolski landet ihr in einer Rettungskapsel auf einem fremden Planeten, auf dem ihr Rohstoffe abbauen sollt. Von der mehrköpfigen Crew überlebt nur Jan. Ganz auf sich allein gestellt muss er mit einer mobilen Basis zum Exfiltrationspunkt gelangen und dafür ausreichend Ressourcen wie Treibstoff oder Nahrungsmittel auftreiben. Um die Voraussetzungen für die Weiterreise zu erfüllen, muss er immer neue Basismodule, Werkzeuge und anderes herstellen und hat dafür auch nur begrenzte Zeit. Denn die Sonne produziert eine tödliche Strahlung, der ihr rechtzeitig entkommen müsst. Ganz allein schaffen muss er es dann aber doch nicht. Denn mit einer rätselhaften Materie namens Rapidium ist Jan in der Lage, sich zu klonen, wobei er die DNA seiner namensgebenden Alters zu seinen Gunsten manipulieren kann. So kann er quasi in seiner DNA verzeichnete Scheidepunkte anpassen, wodurch sein Klon sich zum Wissenschaftler oder Techniker entwickelt. Den Technikerklon muss der Spieler noch zwingend herstellen, um einen Defekt an Bord reparieren zu können. Ob und welche anderen der Klone ihr erstellt, darunter Botaniker, Arzt oder Minenarbeiter, und auch wie viele Kopien davon, entscheidet aber ihr. Unfortunately, this is a two-man job. My sign, pull that lever over there, just don't yank it like an idiot. Das bringt allerdings Konsequenzen mit sich, denn mehr Personen in der Basis brauchen auch mehr Essen und Sauerstoff. Nur ein Arzt wiederum kann mögliche Krankheiten heilen. Nicht zuletzt aber müssen die Klone bei Laune gehalten werden, sei es durch den zusätzlichen Bau einer gemütlichen Schlafkoje, durch das Kochen ihres Lieblingsessens und vielen anderen Dingen. Selbst erlebt habe ich das im bislang gespielten Prolog und ersten Kapitel zwar noch nicht, aber wer es sich mit seinen Klonen verscherzt, riskiert Sabotage an Bord. Kommen sich Klone in die Haare, gehen sie sich womöglich gegenseitig an die Gurgel, wenn er nicht rechtzeitig eingreift oder eben prophylaktisch vorarbeitet. The Alters besteht im Prinzip aus zwei Teilen, der Verwaltung und dem Ausbau der Basis, die ihr stets aus der Seitenperspektive erlebt, und den Ausflügen auf die Planetenoberfläche, die ihr aus der Verfolgerperspektive spielt. In letztgenanntem Teil erschließt ihr euch zunächst relativ kompakte, levelbasierte Umgebungen, deren Layout immer identisch ist und nur bestimmte Ressourcenpunkte bei einem anderen Durchgang mal den Standort wechseln. Mit dem Elektromeißel baut ihr Metall und anderes Material ab, mittels einer Förderstation erschließt ihr weitere Quellen etwa für organisches Material, das ihr unter anderem zur Herstellung von Lebensmitteln braucht. Für solche Abbauorte könnt ihr auch Transportleitungen zu eurer Basis legen. Ihr müsst dann zwar vor Ort manuell die Maschine bedienen, müsst das Zeug aber nicht in eurem Inventar zum Schiff zurücktragen. Da die Tage recht kurz sind, Jan regelmäßig Schlaf braucht und der todbringende Sonnenaufgang stetig näher rückt, dürft ihr euch nicht zu viel Zeit lassen. Direkt steuern könnt ihr eure Alters zwar nicht, ihnen aber Aufgaben zuweisen, etwa die Bedienung besagter Förderstation. Habt ihr den Minenarbeiter geklont, steigt bei ihm die Ausbeute um satte 50% an, womit ihr euch entsprechend gewisse Vorteile erarbeiten könnt. Nur, wenn ihr den Botaniker herstellt, könnt ihr ein Gartenmodul bauen, das euch Mark Watney-mäßig zumindest etwas mehr Unabhängigkeit bei der Lebensmittelversorgung gibt. Zur Fortsetzung der Reise, zur Herstellung bestimmter Werkzeuge, um etwa in Kapitel 1 einen Felsen zu entfernen und damit den Weg für eure Basis freizumachen, braucht ihr natürlich immer neue Ressourcen. Da etwa an Abbauorten für besonders hochwertiges Metall eine höhere Strahlung vorhanden ist, müsst ihr sowohl bei euch als auch bei den eingesetzten Klonen darauf achten, dass die Strahlenbelastung sie nicht krank macht. Ihr seht schon, da steckt eine Menge drin, zumal die späteren Levels, die Instandhaltung der Basismodule und eben auch das Management der Klonarmee immer komplexer werden. Wie komplex das am Ende tatsächlich wird, darüber kann ich aktuell aber dennoch größtenteils nur mutmaßen. Klar ist, dass eure Reise um einen eher linear aufgebauten Storykern herum passiert, in dem immer wieder mehr oder weniger geskriptete Ereignisse eine Rolle spielen werden, wenn auch ebenfalls abhängig von der jeweiligen Alters-Konstellation und eurem Umgang mit euren Klonen.
Die ausschließlich auf Englisch vertonten Multiple-Choice-Dialoge, deutsche Sprachausgabe wird es nicht geben, hinterlassen ebenfalls einen guten Eindruck. Vor allem der unter anderem als Mr. Hands in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty bekannte Alex Jordan, der Jan Dolski und sämtliche Klone verkörpert, macht einen richtig guten Job. That's it then. I'm dead already. Not yet, brother, not yet. Damn it. Yet another disappointment. Der Humor kommt dabei ebenfalls nicht zu kurz, etwa wenn bei der ersten Verwendung der künstlichen Gebärmutter ein Klonschaf namens Dolly herauskommt. Regelrecht im Spiel verloren habe ich mich aber auch aufgrund des erstklassigen Soundtracks. Der stammt von niemand geringerem als vom polnischen Komponisten Piotr Musial, der sein Können bei der Witcher 3 Erweiterung Blood and Wine, Diablo 4 oder Frostpunk bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Einen konkreten Termin gibt es aktuell noch nicht. Die Entwickler gehen aber von einem Release kurz nach dem ebenfalls von 11-Bit Studios entwickelten Frostpunk 2 aus, das ja im Juli erscheint. Auf einen Launch im August zu spekulieren, erscheint entsprechend realistisch. Ich freue mich jedenfalls schon sehr drauf. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen vorläufigen Fazit kommen. Ich könnte mich jetzt auch auf einzelne Punkte stürzen, die mir nicht so gut gefallen haben, etwa die minispielartigen Bodenscans an Abbauorten. Aber ein Fokus darauf ginge völlig an meinem überaus positiven Gesamteindruck vorbei. Über nicht vorhandene Logik bei der Erschaffung der Altars müssen wir nicht diskutieren. Wie 11-Bit diese Grundidee aber mit Elementen von Survival-Abenteuern und Management-Spielen kombiniert und auch noch gekonnt erzählerisch nutzt, ist schon außergewöhnlich und den bisherigen Eindrücken nach auch außergewöhnlich gut. Wenn die Komplexität in dem Maße steigt und die Auswahl der Altars sich so stark auf den Verlauf der Story-Kampagne auswirkt, wie es aktuell den Anschein hat, dann erwartet uns vermutlich im August mindestens mal ein potenzieller Indie-Kracher, mit dem das Team sogar seinen vorherigen Hit This War of Mine in ganz anderer Form sogar toppen könnte. Meine aktuelle Einschätzung lautet sehr gut. How did I end up here? Diese Preview gibt es auch als Text auf gamersglobal.de. Sollte euch dieses Video gefallen haben, hinterlasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement dieses YouTube-Kanals. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown. And the destination out of sight.